Hallo zusammen, heute Morgen ist Sonntag. Wir haben irgendwie so um 5 Uhr morgens. Ich habe zu Hause kein Auge zugekriegt, sieht man vielleicht auch. Hatte Hummel im Morse und ich wusste nicht, wohin mit mir. Und dann bin ich nochmal raus und irgendwie lohnt sich das. Wahrscheinlich werde ich dann nachher richtig kaputt ins Bett fallen. Es ist wunderschön hier, man hört die Vögel ohne Ende im Hintergrund, gerade auch schon im Vorspann. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur ein paar morgendliche Eindrücke mitgeben. Einfach mal zu einer anderen Uhrzeit hier. Und ja, so viel konzentrieren kann ich mich gerade nicht. Deswegen Mücke, Mistmade. Naja, scheint zu schmecken. gleich mal Hose lang machen. Ja, ich zeige euch einfach, was sich so an kleinen Dingen hier getan hat. Schaut selbst. Mitkommen. Also den Tomaten geht es heute Morgen richtig gut und die riechen richtig intensiv. Wachsen richtig gut, wie ihr sehen könnt. Hinten im Hintergrund die Gurke und dann mal so dazwischen da und dahinter gar nicht so zu sehen. Aber da sind überall Zwiebeln noch. Und ach, hier vorne habe ich mal Rucola reingesetzt, hier auf der linken Seite. Ach, man sieht das nur am Rande. Da, warte, ich schwenk mal hin. Düpp. War ja ordentlich am Blühen. Ich habe einfach mal reingesetzt. Keine Ahnung, ob das etwas ist, was nächstes Jahr nochmal rauskommen kann oder so. Aber ja, ich habe es einfach mal gepflanzt. Ich möchte ausprobieren und gucken, ob irgendwas geht. Wie ihr sehen könnt, habe ich angefangen, hier den Bereich um den Tomatenkasten frei zu machen, damit ich mal besser rankomme. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich kam da immer noch ran, aber ist ja schöner, wenn man da so richtig drumrum tanzen kann, um zu gießen, um zu mulchen, wie auch immer. Ja, wie ihr sehen könnt, unterm Apfelbaum mit Mulch abgedeckt, ein kleiner Hügel entstanden und obendrauf beschmückt mit einem Kürbis. Oh, die wollen mich hier aber richtig, die Mücken. da muss ich mich wohl durchkämpfen. Ja. Es hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht, bevor ich erzähle. Ja, ich habe das einfach schön. Unten sind Grassohnen, klar. Die werden irgendwann nerven, aber da habe ich schon was im Hinterkopf. Also, das werdet ihr nochmal in Zukunft sehen, was ich da vorhabe und austesten werde. Was für mich sehr ja, erfolgsversprechend ist. Betrifft auch viele andere Videos, in der Zweifler die Queke oder die Gräser natürlich angesprochen haben, dass das immer wieder durchkommt. Also ich habe in den Tortenbeeten mal so gemacht. Also ich habe wirklich nach unten bestimmt 50 cm ausgeschachtet und da war nichts mehr an Unkraut, nichts an Gräsern, nichts mehr an Wurzeln. Aber die Sache ist die kommt von den Seiten reingewachsen. Also ist ein bisschen problematisch, aber ich werde einfach weiter probieren. Mein Garten ist sowieso voll Quieke. Und ändern kann ich das so auf diese Art und Weise nicht wirklich. Aber ich denke, mit der Zeit wird sich das ausquäken bei mir. So, ich bin jetzt noch mal ein bisschen näher ran und schwenk mal um. Na, die Ratten sind hier zugange. Ist richtig Leben in der Bude hier. Die kennen mich alle gar nicht zu der Uhrzeit. Ja, da vorne ist der Kürbis. Hokkaido, glaube ich, ist das. Wenn ich mich richtig erinnere, stand auf jeden Fall auf diesem Topf. Ja, und mal gucken, ob das unterm Apfelbaum was wird. Ist ein Experiment. Ich denke mal, wenn es später Fallobst gibt, muss man ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht auf der Ecke hier rechtzeitig pflückt. Vielleicht ist es aber auch gar kein Problem. Einfach mal abwarten, testen, gucken. Ich habe da schon Gedanken zu und ja, ich würde es ja ausprobieren und gucken, wie es läuft. Etwas höher seht ihr, ich nehme mal das Stativ in die Hand. Da ist jede Menge an Äpfeln im Baum. Könnt ihr sehen? Schön, ne? Also, ich freue mich schon auf die Ernte. Hab schon ein paar Tipps gekriegt. Weiß natürlich, dass ich dieses Jahr nicht optimal geschnitten habe, aber ja, ich denke, das ist voll in Ordnung und ein paar Äpfel werden wohl schmecken. Ich möchte auf jeden Fall Saft machen und habe mich da auch schon mit einem Nachbarn ein bisschen beratschlagt, der so eine Saftpresse hat. Vielleicht lässt er mich dran teilhaben. Und dann machen wir schön Apfelsaft. Er hat drüben auch Äpfel. Apfelbaum. Ach, der ist auch von hier zu sehen.
Der da. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, das ist der Rucola. Alle schön aufgeblüht. Hier waren super viele Hummeln oder immer mal wieder Hummeln, sagen wir mal lieber so. Und die mögen das wohl ganz gerne, deswegen freue ich mich für sie. Ich habe unten mal ein paar Rucola-Blätter getestet, die ein bisschen heller geworden sind. Die schmecken nicht mehr so doll, aber da gibt es immer noch genug, die man so abpflücken kann. Und ich habe mir gerade in dieser Woche ein paar Mal Salat gemacht, letzte Woche auch. Und das dann dazu ist super lecker. Also ist echt schön, sich da aus dem Garten zu bedienen. Ja, links von mir beim Apfelbaum, ne, etwas weiter, ist ja der Kürbis reingekommen und ich habe hier vorne dann nochmal Zucchini gepflanzt. Das habe ich gestern gemacht. Nee, gar nicht. Doch, gestern. Einfach weil im Mini-Gewächshaus dort, da wuchert's und wuchert's und wuchert's und ich wollte die irgendwie mal befreien und ja, ich gebe euch einfach mal einen Blick in den, wisst ihr, wovon ich rede. So sieht's da aus. Also hier wächst alles Mögliche. Ich habe keine Ahnung, wenn ihr was entdeckt, was man essen kann, bitte Bescheid sagen. Da hinten sollen auf jeden Fall Kartoffeln sein. Ich habe auch mal eine probemäßig rausgezogen, da war eine Mini-Kartoffel drin. Also die erste Kartoffel habe ich geerntet, Durchmesser 1 Zentimeter. Nahrhaft nicht wirklich. Ich habe es einfach mal irgendwo ja, ins Gebüsch geworfen. Irgendwer wird sich darüber freuen. So, von der anderen Seite. Dann seht ihr hier nochmal am Gewächshaus dran. Ist eine Kartoffel rausgekommen. Ach, da kann ich auch nochmal aufmachen. Vielleicht könnt ihr was entdecken. Also das hier müsste alles Kartoffel sein. Wie ist das entstanden? Ja, also an diesem Platz war ja vorher der Kompost. Und den habe ich weggetragen an eine andere Stelle. Aber ich habe das, ja, alles, was ich so dahingeschmissen habe, mit der Erde immer gut vermengt, weil ich nicht wollte, dass es das irgendwie stinkt. Und ja, ist wohl noch ein bisschen was drin geblieben und irgendwie kommen Kartoffeln. Also hier sind ein paar Kartoffelpflänzchen und irgendwie finde ich das toll. Aber wenn ihr was entdeckt, wo ihr sagt, hier, guck mal, das könnte was werden, sagt mir das bitte, weil dann werde ich die Pflanzen retten und irgendwo anders hinpflanzen. Oh, der kriegt da hinten jetzt einen auf den Deckel. Ja, im Bio-Zucchini-Beet. Ihr seht erstmal auch an den Seiten hier noch. Da haben wir den Rucola auch noch drin. Ich habe einfach überall reingepflanzt, wo ich Bock drauf hatte, um zu gucken, wo mag er es, wo mag er es nicht. Einfach ein Experiment. Gibt noch ein Beet. Auch beim Knoblauch gerade war einer drin. Ja, die Bio-Zucchini sieht super aus und ihr seht jetzt auch überall, dass da Zwiebeln kommen. Ich denke, wunderbar zu sehen und Nele und Sven werden sich freuen, die Kartoffeln kommen. Ich habe einmal für sie angehäufelt, konnte ich nicht lassen, gehe ich bestimmt auch wieder bei, auch um Unkraut ein bisschen loszuwerden und so weiter und so fort. Aber steht bei mir auf der Liste nicht ganz oben. Ist auch völlig okay. Also das wächst und irgendwelche Kartoffeln werden sie schon tragen. Links dahinter, ich komme mal näher ran. Ja, hier sind meine Bio-Kartoffeln und die Bio-Kartoffeln, die kommen auch und ich freue mich megamäßig. Ich sehe, ich muss jetzt auch mal anhäufeln. Ist dann wohl beim nächsten Mal dran, dauert ja auch nicht so lange. Und ja, da freue ich mich besonders drauf, weil ich habe die selbst keimen lassen. Ja gut, das ist jetzt nicht so die Zauberkunst und so, aber ich habe einfach gemacht und hatte keine Ahnung, was ich tue. Kennt ihr aus dem Kartoffelvideo, ich werde das mal verlinken. Und ja, habe einfach gemacht und es ist schön zu sehen, dass das alles aus dem Boden kommt und wächst. Und ja, ich hatte in einem Loch auch zwei Kartoffeln drin, aber man kann das nicht zählen anhand von zweien, habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, weil es ja verschiedene Triebe gibt. Und ja, ist einfach so, wie es ist. Und ich gucke mal, wie sich das entwickelt. Also ich habe auf jeden Fall vergessen, in welchem Loch die zwei Kartoffeln waren. Und weiter geht's. Ja, wir sind jetzt bei der roten Beete und der einen Zucchini-Pflanze. Und neben der Zucchini-Pflanze habe ich auch Rucola eingepflanzt. Den geht es allerdings nicht so gut. Aber wie gesagt, wie gerade schon erwähnt, einfach mal gucken, vielleicht tut sich da doch noch mal was. Also rote Beete kommt überall raus. Anna wird es freuen, denke ich. Mich auf jeden Fall auch. Mega gesund, kann ich jedem empfehlen.
Und das lässt sich auf jeden Fall auch noch pikieren und ein bisschen auseinanderziehen. Ich weiß nicht, wann ich dabei da. Vielleicht hat einer von euch Ahnung. Schreibt es bitte unten in die Kommentare, es wird mir weiterhelfen. Ja, dann haben wir hier im Hochbeet, außer Quieke und Mulch, den Kohlrabi. Das Freimachen hat sich gelohnt, der kam richtig gut durch. Gehe ich irgendwann wieder bei. Ja, zwischendrin Zwiebeln gepflanzt. Man sieht dort Zwiebel. Hinten auch noch. Nee, wo ist er? Da. Noch irgendwo. Ja, da vorne wächst eine Bohne. Die kann ich euch jetzt nochmal zeigen. Die kennt ihr aus dem Makroaufnahmen-Video. Wer es noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch auch nochmal. Super schöne Aufnahmen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, jedermanns Musik. Und vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen wackelig, aber ich finde, die Aufnahmen lohnen sich trotzdem. Ist halt 12-fache Vergrößerung und das Gewackle kann ich halt nicht verhindern und das war mega windig. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Genießt das nochmal. Ich finde, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und zu genießen und einfach mal alles drumherum zu vergessen, finde ich das Video total toll. Mich spricht's an. Aber sind die Geschmäcker und die Gemüter verschieden, also fühlt euch frei. Ach, ab zur Bohne. Das ist die Bohne, habe ich aus Tönning mitbekommen. Hat ein bisschen Lochfraß. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht macht er das so gar nichts. Ansonsten von hier sieht Kohlrabi und so. Oh, das sieht so schön aus. Ich freue mich. Dann habe ich hier den Spinat, den ich schon ordentlich gepflückt habe. Ist am Blühen. Ich habe übrigens überraschenderweise irgendwann mal einen Wanderkohlrabi entdeckt. Und zwar habe ich keine Ahnung, wie er hingekommen ist. Seht ihr ihn? Dazwischen versteckt. Zip, der kriegt natürlich nicht so viel Licht wie die anderen nebenan. Aber ich lasse ihn einfach mal stehen. Ich frage mich nur, wie der da hingekommen ist. Gepflanzt habe ich ihn nicht. Ob irgendein Vogel mal Saatgut rausgepickt hat und vielleicht fallen hat lassen, weil es doch nichts für ihn war. Das ist so meine einzige Erklärung. Vielleicht habt ihr eine Idee. Auf jeden Fall sehr überraschend und interessant. Ja, Spinat blüht, wie gesagt. Und ja, ich hatte hier schon gestern eine Verkosterin. Sie wird jetzt vielleicht lachen, wenn sie das Video sieht. Ja, auch von den Nachbarn nebenan. Und sie sagt, das schmeckt, was war das? Süßlich, glaube ich. Ein bisschen süßlich. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen belesen, was Spinat angeht. Man muss ein bisschen aufpassen. Was war das mit Nitrit oder Nitrat? Keine Ahnung. Wenn er eine Ahnung hat, darf er es gerne unten erklären. Allerdings gibt es da viele Weisheiten und viele Halbweisheiten. Deswegen prüft das bitte selber. Verlasst euch da nicht auf die Kommentare oder auf mich. Das ist ganz wichtig, weil da gibt es auch irgendwelche, was ist das, Oxidsäure oder, ach, keine Ahnung, ich bin da nicht so bewandert mit diesen Worten. Und da sollte man schon aufpassen, das ist nicht so gut für den Körper dann. Und da ich selber auch ja, beeinträchtigt bin, was die Ernährung angeht, ist das für mich auch ganz wichtig, da aufzupassen. Und wenn ich was rausgefunden habe, alles ohne Gewähr, werde ich euch dran teilhaben lassen. Bitte informiert euch auf jeden Fall selber. Ja, der Salat nebenan, ich habe es schon erwähnt, wurde jetzt mehrfach schon gepflückt. Ja, und wächst immer noch. Da kann ich ständig Salat rausholen. Ich finde das voll toll. Ich werde trotzdem nächstes Mal wohl was anders machen. Ich glaube, den Kopfsalat würde ich nicht hier reintun. Den würde ich separat irgendwo hinpacken. Vielleicht lässt sie sich auch noch pikieren. Bei Momo nebenan, der hat ja Salat gekriegt. Das hatte ja nicht geklappt, habe ich gesagt. Das hat aber doch geklappt. Er ist gerade nicht da. Eigentlich könnte ich mal ein Stück filmen. Wird vielleicht ein bisschen wackelig, geht jetzt nicht anders. Da hat er Salat, da wo mein Fingernagel ist. Und er wächst, sagt er mittlerweile. Und wir sind uns einig, mit Liebe und Wasser geht alles. Unüberschaubar, ich habe hier das nächste Tortenstück ausgehoben. Hier sollen ja die Bohnen hin, die ich besorgt habe. Diese Woche war ja nicht so viel drin bei dem Wetter, was das Baumbuddeln und so weiter anging. Das war eine relativ ruhige Woche. Hat auch ein bisschen gesundheitlich zu kämpfen. Aber jetzt ist wieder alles gut. Bis auf den Schlaf, den ich vielleicht nachholen soll. Ja, aber das wird dann auch hoffentlich kommende Woche kommen. Werde ich euch wieder berichten. Ja, und wunderschön. Es wächst in diese Richtung. Ganz viel Sonnenblumen. Ich gehe mal näher ran. Zip.
Da sind die Sonnenblumen. Ja, okay. Man kann sie wahrscheinlich vom Unkraut gerade nicht ganz so unterscheiden. Das ist auf jeden Fall die von Nele und Sven. Die sieht richtig schön aus. Im Vergleich zu den anderen natürlich ein bisschen größer. Die haben vorgezogen gehabt. Aber alle anderen kommen auch. Es ist überall voll mit Sonnenblumen. Vielleicht ist es auch die falsche Seite, weil sie sich schon Richtung, was ich glaube, Süden müsste das sein, ne? Obwohl, nee, so, Norden. Da ist Norden, da ist Süden, dann ist das Osten, so ein bisschen Richtung, ja, Osten ausgerichtet, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber ich glaube, ich liege richtig. Mal von dieser Seite. Vielleicht warten die einfach schon auf die Sonne oder sie spüren das. Ach, guck mal, das sieht da viel schöner aus. Und die Geschichte hier nebenan mit dem Sonnenblumenfeld. Unübersichtlich, aber auch alles voll Sonnenblumen. Vielleicht gehe ich mal näher ran. Oh, schön, oder? Also, die kriegen schon an Höhe. Der Platz kriegt ein bisschen Sichtschutz. Weiter gibt es zu zeigen. Hier, der Wall hat auf jeden Fall auch jede Menge Pflanzen. Die wachsen und gedeihen. Vielleicht weiß einer, was das da ist. Da kam hier schon vom irakischen Nachbarn. Das wäre irgendwie Mango. Das würde mich wundern, aber vielleicht hat er ja recht. Ich habe hier auch überall Saatgut für diese Schmetterlinge verteilt. Das war ja so ein Streusaatgut. Also ich habe einfach gestreut, ohne jetzt irgendwelche Löcher zu picken. Und alles rein damit. Da genau das gleiche. Da hinten auch. Deswegen sieht das wohl alles so wüst aus. Ja. Dann habe ich hier die Lupine. Super geniales Ding, weil rausgefunden, das benutzt man irgendwie gerade so. Ach, ich habe das jetzt rausgefunden, bei einem Eis ist das mit drin. Ist wohl für die Süße da, wird rausgekehrt. Vielleicht weiß da einer was von euch, ob ich vielleicht aus diesen Dingern irgendwie was gewinnen kann in der Richtung, weil das sieht so ein bisschen aus wie Weide jetzt. Vielleicht kann ich ein bisschen näher ran. Ah, das Stativ ist gerade zu weit ausgefahren. Das muss so gehen. Vielleicht weiß einer was von euch. Bitte auch unten in die Kommentare. Wäre toll. Finde ich nämlich sehr spannend. Und so Zuckersatz mit Lupine, besser geht's doch nicht, oder? Wenn das auch alles so gesund ist. Jo. Wenn ihr übelstes Unkraut entdeckt, bei dem habe ich hier Angst, dann sagt mir das bitte, dann rupfe ich das raus. Wobei ich auch unterscheide, ne? So Wildkräuter und so möchte ich dann doch schon hier haben. Das finde ich. Ganz wichtig. So, jetzt hat mir der Akkustand dazwischen gegrätscht, aber so soll es dann sein. Ich denke, da ist trotzdem einiges zusammengekommen, war nicht so geplant. Ich fühle mich immer noch voller Tatendrang. Soll ich anfangen zu buddeln? Nein, also das Bett ruft schon, das merke ich. Ich werde bestimmt zur Ruhe kommen gleich. Und ja, ich hoffe, euch hat das mal Spaß gemacht. Die Vögel sind die ganze Zeit dabei. Mich hat es voll gefreut, das irgendwie positiv genutzt zu haben, nicht pennen zu können und dann hier im Garten sein zu können. Das ist irgendwie voll schön. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und wer das Abo noch nicht hat, bitte unten den Abo-Knopf drücken und den Daumen nach oben, auch wenn es bescheuert ist. Manchmal muss man das erwähnen. Ich halte mich da ja größtenteils zurück. Ihr würdet mich sehr unterstützen. Ich möchte euch hier anstecken, inspirieren, einfach mal ein bisschen aus der Reserve locken, euch zu finden oder mehr euch zu finden, einfach ein bisschen individueller zu sein. Und dabei würdet ihr auf diese Art das Ganze auf jeden Fall sehr unterstützen. Ich würde mich freuen. Wenn nicht, kein Problem. Ich zwinge keinem was auf. Ist ja alles freiwillig, ist auch umsonst. Und ich mache ja alles frei Schnauze. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Lars. Ab in die Koje, würde ich sagen. Oder in die Hängematte, das wäre auch noch eine Idee.